Oh, wir sehen uns ja doch noch hier. Na gut, dann eben jetzt rüber ins Lager. Trichter bauen. Jetzt habe ich jetzt nicht im Kopf... Ah doch, Moment, es müssten ungefähr 2 mal 15 sein, also 30. Ja doch, genau, zweimal... weitermachen. So, haben wir 26. Ich kann doch ruhig nochmal ein paar mehr machen. So, sollte genügen. Ja, dann bauen wir erstmal die hin. Und, wenn ich schon dran denke, nehme ich jetzt mal Erde mit. Damit ich da viel leichter drauf kann. So, wir können auf jeden Fall erst nochmal... Wenn ich das jetzt hier... Ah ja, okay, dann geht der Ofen auf. Dann muss ich das also so machen. Ne, das war verkehrt. Ja, so. Nein, schon wieder verkehrt. So, und da in die Ecke wieder. So und so. Okay, das wäre auch geschafft. Jetzt machen wir erstmal. Ja, da muss ich also 2 hinmachen. Ja, okay, gut. So, das sollte so genügen. Weiß nicht, ob das hier auch genügt. Für die beiden hier. Ah, ich versuch's mal, ob das da auch reicht. So, so und so und da auch noch. Ha, genau, wenn ich geschickt bin, kann ich da sogar drüber springen. So. Oh ne, das war zu weit. So, so und da komme ich auch hin. Ha, sehr gut. Ne, voll daneben gesprungen. So, und dann hier noch drüber. Ne, auch daneben. So, und kann ich... Ah, da ist ja schon einer. Gut, ja dann. Noch die Erde weg und dann sollte diese Anlage hier fertig sein. Dann werden wir gleich mal die ersten Öfen befüllen. Na, also es ging doch recht schnell hier, das Ganze aufzubauen. Ja, okay, schön. Jetzt werden wir gleich mal Holzkohle herstellen. Und zwar aus Tropenholz und Fichtenholz. Na, Fichtenholz haben wir nicht so viel da. Aber wir werden gleich wieder in den Dings gehen. In die Baumschule und da was machen. Jetzt ist nur die Frage. Ach so, ja, wir müssen da oben mal ein bisschen Holz reinschmeißen. So, aber wir brauchen ja noch Brennstoff. Dann nehme ich mal die Kohle, die wir da haben. Ich will mal die Steinkohle aufheben und Holzkohle verfeuern hierfür. Ja gut, das muss erstmal reichen. So. Wir fangen mal mit diesen 4 hier an. Das sind aber dann... Ah, dann machen wir 8. So. Hier die Hälfte rein. So und da eine Hälfte. So, okay. Ja, das passt ja wunderbar. Da haben wir schon die erste Holzkohle. Auch 4 und dann da 3. So, jetzt mache ich das Inventar leer. Und dann kann ich mir am besten gleich mal noch eine Axt machen.
So, Eisen da rein. Drei Diamanten und zwei Stöckchen. Metallerzeugnisse. Da haben wir hier noch 8 Trichter übrig. Gut, Erde und Kisten haben wir noch übrig. Schmeißen wir eben da rein. Hier die Erde. Und die restlichen Kisten dann dort. So, dann bauen wir uns noch eine Axt. So. Ja, okay. Erstmal dahin. Dann schnell noch was essen und los geht's. Zum Bäume fällen. Ich glaube, ich gehe da zum Bauernhaus. Weil es für die Baumschule oder wie auch immer das heißt, es keinen Schnellreisepunkt gibt. Aber vielleicht auch doch. Ich weiß nicht, aber egal. So. Wir können gleich... Nee, die Schwarzeiche nicht. Hiermit anfangen. Jetzt brauchen wir nur noch genug Setzlinge, weil wir ja gleich wieder was Neues anpflanzen müssen. Oh, ich habe nur 2 Setzlinge. Ja, dann schnell was holen. So, davon und auch davon. So, da müssen wir, genau, da stehen die 2. Okay, dann kannst du gleich wieder wachsen. Da haben wir den nächsten Tropenbaum. Lass mich doch da jetzt hoch. So, genau. Na, was hängt da alles dran? Hier rundum? Nö, das sieht alles noch ganz gut aus. So ein paar kleine Eichen, aber egal. Gut, da haben wir wieder einen Tropenbaum. Zu den Fichten kommen wir schon noch. So, noch irgendwas übrig hier, da vorne. Na ja, gut, dann schauen wir mal weiter. Hier haben wir jetzt keine mehr. Ah, guck mal, da muss noch einer wachsen. Und hier haben wir eine Fichte. Okay, gut. Da haben wir unsere erste Fichte. Die Axt reicht noch. Und es wird gleich schon wieder Nacht. Ja, okay. Das dürfte es gewesen sein. Hier mit aufsammeln. Gut, da unten haben wir noch... Na, das ist ein Tropenbaum. Okay. Ja, die Axt reicht immer noch. Da müssen wir schon einiges an Holz schlagen. Oder vielmehr schlägern, so wie es ja heißt. Okay, das war's. Ja, komm, dann machen wir den hier noch und dann ab ins Bett. Ha, reicht nicht. Wir müssen wechseln. Aber wir sind ja vorbereitet. Nachts wachsen die Bäume ja sowieso nicht. So, okay, gut. Dann ab ins Bett. Bevor die Monster kommen. Na los, rein hier. So, rein da. Ins Bett. Ja, dann... machen wir doch gleich mal hier weiter. Mit der Fichte. Ist jetzt egal, was für Holz wir haben. Fichte oder Tropenholz. Einfach nur Bäume fällen, die eben viel Holz geben. Das sind immer diese beiden Arten. Hier gleich der nächste. Oh. Da habe ich ein Holz, Gras weggemacht. Und dachte, das wäre schon der Erfolg gewesen. Aber nein. Zu früh reagiert. Da liegen noch
blaue, also so blaue Dings da. Wahrscheinlich da oben. Naja. Entweder kriegen wir die jetzt noch oder eben nicht. Dann bleiben sie eben da. Jetzt will ich gleich mal schauen, wie viel Holz wir haben, wenn wir den gefällt haben. Einfach mal einen Blick ins Inventar werfen. So. Oh ja, doch. Ist da schon einiges geworden. Aber noch nicht genug. Da vorne ist was. Daneben gleich nochmal. Und dann könnten wir das Holz, das wir haben, gleich mal wegbringen und die Öfen befüllen. Es geht ja jetzt erstmal darum, Holzkohle zu kriegen, mit der wir dann die Öfen befeuern, die dann Glattstein herstellen sollen. Aber eben, wie gesagt, erstmal Holzkohle. So. Haben wir noch Platz im Inventar? Ja, jede Menge. Okay, wo haben wir denn noch was? Da vorne. Da ist was. Was Großes. Oh, guck mal hier. Das da. Das sieht nicht schön aus. Den machen wir auch mal weg. Da kann man doch gewiss irgendwo eine... Kein Eichensetzling da. Aber das kann ja nicht sein. Kein einziger Eichensetzling. Ich will aber da wieder eine Eiche hin haben. Dann musst du es jetzt machen. Doch, zwei. Ja, zwei Eichensetzlinge. So, einmal dahin und einmal dahin. So. Hier, da hinten ist einer. Ich laufe jetzt einfach immer dahin, wo ich große Bäume sehe. Dann gleich nochmal in die andere Richtung schauen. Die Eichen da oben auf dem Plateau, die lassen wir. Ich will jetzt kein Eichenholz machen. Andererseits, wenn wir schon da sind, wäre das vielleicht auch nicht verkehrt. Obwohl wir jetzt kein Eichenholz brauchen. Aber wir schauen mal nach oben. Die dürften ja... Ach, guck mal hier, das ist ja auch... Da ist aber so viel Nadelzeug dran. Der Baum sieht gut aus. Den will ich hier gar nicht fällen. Oh, hier sind noch zwei. Wir schauen nachher mal nach da oben. Nach den Eichen. Eigentlich sind die auch schnell weggemacht. Schnell wieder angepflanzt. So. Hier ist... Das ist auch eine Fichte. Ja, da wird wahrscheinlich die Eiche damit weggehen. Macht nichts. Dann bauen wir die Eiche auch wieder an. Nö. Also ein bisschen ist sie in Mitleidenschaft gezogen worden, ja. Aber nicht sehr. Naja gut, wir machen sie weg und pflanzen sie neu an. Dann kann da wieder eine stehen in aller Pracht hier. So. Ja, wo haben wir denn noch was? Großes da vorne. Das war ein Tropenholz. Aber mir fällt auf, dass wir so wenige Fichten da haben. Täuscht das oder ist das wirklich so? Haben wir alles eingesammelt hier? Ich glaube schon. So, da ist noch einer. Oder sind die Fichten einfach nur nicht, noch nicht nachgewachsen? Das kann ja auch sein. Ich glaube, wir haben hier so viele Bäume, dass da, auch wenn ich ständig dabei bin, was, also Bäume zu fällen, dass da ständig irgendwo einer oder zwei sind, die schon nachgewachsen sind. Sodass ich ständig von einem Baum zum nächsten laufen kann. Zumindest jetzt hier bei den Großen. Aber vornehmlich so Tropenbäume. Das fällt schon auf, dass da wenige Fichten sind. Ja gut, jetzt fällen wir den nochmal.
Hier, das da. Ne, oder? Ich gucke doch hier auf zwei Fichten. Ja, genau, das sind zwei Fichten. Die dunkleren hier. Das da könnte eine. Nee, das ist was anderes, oder? Ist das ein Tropenholzbaum? Der da vorne müsste das irgendwo sein. Nee, das ist eine Eiche. Oh, das ist eine große Eiche. Ah, okay. Naja, gut. Jetzt schauen wir mal nach oben. Zu den Eichen da oben. Da haben wir ja den Weg angelegt vor kurzem. Den werden wir jetzt benutzen. Ja, das geht schön auf hier. Meine Rechnung da mit den Ecken da. Ach, guck mal hier, da. Da ist noch einer nicht gewachsen. Ja, ein paar kleine sind immer noch dabei. Da, oh, sogar relativ viele kleine hier. Na ja, gut, wir fällen die jetzt mal alle. Und dann pflanzen wir sie neu an. Dann haben wir auch gleich noch mal ein bisschen Eichenholz gemacht. Aber erstaunlicherweise... Naja, gut. Da sind halt immer mal ein paar kleine dabei. Ist halt so, nicht weiter schlimm. Hauptsache Eichenholz. Oh, der ist größer. Beziehungsweise hängt mit anderen zusammen. Ja, gleich mit dem hier. Wir können auch mal die ganzen Setzlinge verfeuern. Denn die sammeln sich auch an. Und werden nicht weniger. Also, sondern immer mehr. Naja, wenn sie sich ansammeln, werden sie auch immer mehr. Das ist das so beim Ansammeln. So, ich muss mal die Folge beenden. Oh, das geht jetzt aber schnell hier. Okay, gut.